Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem wunderbaren Kanal, wo wie immer nur wunderschöne Menschen zu sehen. Freunde, wir sind back am Start heute mit dem dritten Song von Knossi und ich freue mich sehr drauf. Bücher heißt der Song, ja, passend zu seinem Buchrelease und auch passend zu den Büchern, nehmen, Freunde, goldene Freispiele. Ich bin sehr, 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 sehr gespannt, denn bis jetzt hatten wir Alge und Kaching, beide sehr unterschiedlich voneinander, aber beide haben auf ihre Art und Weise sehr gut funktioniert. Und beide höre ich auf jeden Fall einmal in der Woche Minimum, aber eher zweimal in der Woche irgendwie, keine Ahnung. Wenn man unterwegs ist oder, gut, jetzt gerade eher weniger, aber als Alge auch rauskam frisch und das alles mit Corona noch nicht so krass war, ob man sich auch noch treffen konnte irgendwie, hat man das schon öfter mal gehört. Aber auch jetzt, wenn man mit Leuten in Discord ist und irgendein Game zockt, dann ist es in der Playlist drin von mir. Ich bin ganz ehrlich, es ist in der Playlist drin von mir. Von daher freue ich mich drauf, weil ich finde, Alge hat funktioniert, Kaching hat sehr gut funktioniert. Jetzt haben wir Bücher, produziert das Ganze von Desmo. Das ist auf jeden Fall ein großer Name in der Szene. Und Mania Music sagt mir auch was, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich davon schon irgendwas gehört habe. Wir schauen ganz kurz rein. Das ganze Ding, der Text ist wieder von Knossi und Curly. Curly ist der Mann hinter Alge. Curly ist der Mann, der bei Julian Bam mit an den Songs gearbeitet hat und mit Calcha Candela viel macht. Curly ist ein Brain. Unglaublich super sympathischer Typ, den habe ich auch schon einmal kennengelernt. Ich liebe ihn, er ist ganz crazy drauf, er hat eine Energie in sich, die irgendwie trotzdem so Gelassenheit ausstrahlt, die ganz weird zu beschreiben ist, aber sehr sympathischer Dude, mag ich sehr, sehr gerne. Ansonsten, Marvin Struter hat Regie, Kamera, Schnitt und alles weitere bearbeitet. Genau, Marc-René Lochmann hat auch mit dran gearbeitet. Den habe ich auch irgendwo schon mal getroffen, glaube ich, bin mir nicht sicher. Wir hören rein, ich bin sehr gespannt, Freunde. Hab noch nichts gehört, noch nichts gesehen. Let's go. Man kriegt direkt diese Pharao-Ägypten-Vibes, dieses Ägypten-Ägypten, was einen an die Bücher erinnert direkt. Sieht jetzt schon sehr High-Quality-mäßig aus. Bücher, Bücher, überall Bücher, Bücher, Bücher. Okay, das ist gut. Bücher, Bücher. Bücher, Bücher. Oha. Ich hab, okay, warte. Ich habe auf Instagram schon gesehen, bevor das Ding rauskam, dass er sich als Indiana Jones, so als Pharao verkleidet hat. Und, das war eigentlich alles, was ich gesehen habe. Und dass er so eine Hose hatte, so eine Bücher, wie heißt das, so eine Jogginghose, so eine Yoga-Pants oder whatever. Ey, aber das Video sieht so High-Quality aus. Hier haben wir auch dieses Buch, wo er immer draus vorliest. Damn, er sieht schon aus so wie Indiana Jones, sein Bruder, der ein bisschen unsportlicher und älter ist, ja. Aber no front. Bücher, gönn Bücher, Bücher. Hm, okay. Bücher, Bücher, überall Bücher, Bücher. Ja, also, okay, sehr, sehr smart halt, das, dieses Buch, was von ihm rauskommt, jetzt hier so einzubauen. Aber ich fühle den Sound bis jetzt schon, muss ich sagen, to be honest. Bücher, Bücher, gönn Bücher, Bücher. In den Büchern steht es geschrieben. Jedes Wort, was ich sag, wird ein Meme. Geb mich nicht so schnell zufrieden. Ich will eine ganze Enzyklopädie. Oh. Angel. Stimmlage finde ich sehr gut. Dieses Tiefe. Das ist krass, Mann. Das ist wirklich. Das erinnert ein bisschen an diese Slavic-Songs. An dieses, diesen Style, den Slavic gerade fährt, finde ich. Das Einzige, dieses, ich will eine ganze Enzyklopädie, das fand ich ein bisschen sperrig. Geb mich nicht so schnell zufrieden, ich will eine ganze Enzyklopädie. Hat nicht ganz reingepasst, bisschen zu sperrig, meine Opinion. Oh, angel mir die dicken Fische. Oh, das ist nice. Die Spitze. Uff. Ägyptische Hitze. Kritische, kritische, kritische. Bücher, Bücher. Ah, okay, das ist aber gut. Bücher, Bücher. Ist gut. Bücher, Bücher. Das ist genau so eine Art Song, wie Knossi ihn halt machen muss. Genauso wie Alge und Kaching. So was Einfaches, Simples, was im Kopf bleibt. Bücher, Bücher. Der Beat ist wirklich gut. Bücher, Bücher. Überall Bücher, Bücher. Bücher, Bücher. Gönn Bücher, Bücher. Alle wissen, wer der King ist. Hm. Drei Bücher, Herr der Ringe. Oh, okay, das ist schon episch. Das ist schon episch. Nice. Alle wissen, wer der King ist. Drei Bücher, Herr der Ringe. Ich glaube, ich spinne. Gewinne, gewinne. Bücherclub ist wieder unterwegs. Ich hör's auf, wenn sich alles dreht. Das ist geil. In der königlichen Bibliothek.
Der Pharao zeigt dir den Weg. Bücher, Bücher. Okay, ich kann jetzt schon sagen, wenn das ihr... Sorry, ganz kurz, nächster Freund. Danke. Erstmal, das Set ist heftig. Dieses Musikvideo-Set ist heftig. Die haben keine Kosten und Mühen gescheut. Wirklich. Ich glaube, dieses XXL-Buch, was Knossi da hatte am Anfang, das war real sogar, by the way, ja. Heftiges Set und krasses Musikvideo. Wirklich, wirklich krass. Und wieder was Neues ausgedacht. Wieder nicht das Gleiche gemacht, sondern was anderes. Und es hat wieder funktioniert, in meinem Opinion. Und ich sehe mich jetzt auch schon, wenn irgendwann auf dieser Welt mal wieder Clubs offen haben, auch zu diesem Song abgehen, Freunde, ja? Natürlich. Bücher, 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 gönn Bücher, 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 Bücher. Er sieht auch fucking cool aus als Pharao, was soll ich sagen? Er sieht fucking cool aus. Der Hut, die Jacke. Ich schwöre, er soll mich bitte adoptieren. Ja, überall Bücher, 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 Bücher. Bücher, Bücher. König des Internets. Hm. Wo sind die Hater jetzt? Oh, seine Stimme. Ich weiß nicht, ob die runtergepitcht wurde. Oder ob einfach krass der Bass aufgedreht wurde dabei. Aber seine Stimme ist heftig da. König des Internets. Wo sind die Hater jetzt? Ich liebe den Sound. Hm. 50er Bücher. Ciao. Ehre. Oh, ey, nice, dass Pietro dabei war. Das ist dieser Classic-Spruch gewesen von den Streams. Immer hat Pietro angerufen, 50er Bücher, ciao. Und dann, nach 10 Spins war Pietros Runde auch wieder vorbei. Nice, ey, guter Song. Guter Song. Sehr catchy. Irgendwann am Ende, das Wort Bücher hat sich aber am Ende sehr komisch angehört. Aber das ist bei allen Sachen, die du so oft sagst. Aber gar nicht schlimm, also ich fand's jetzt nicht nervig. Ich fand's gerade gut. Ja, nochmal jetzt Bücher, Bücher am Ende, wäre over the top gewesen. Aber an sich sehr, 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 sehr guter Beat in my opinion. Hat sehr gut gepasst, diese ägyptischen Klänge da reinzubringen. Natürlich smart, das mit seinem Buch jetzt, was rauskommt, zu vermarkten, ja. Das wurde natürlich jetzt sehr in den Fokus gestellt. Aber fand ich jetzt auch nicht wirklich schlimm. Ich fand den Sound von seiner Stimme sehr gut, gerade wo er, gerade außerhalb der Hook, wo es halt wirklich sehr tief war, hat sich sehr gut angehört. Natürlich ganz andere Stimmlage als bei Alge und auch als bei Kaching, aber es war sehr angenehm. Er hat eine sehr, sehr angenehme Stimme, also die Leute wissen schon, dass die Leute, die es gemixt und gemastert haben, wissen auf jeden Fall, was funktioniert und wie es sich gut anhört, weil es hat funktioniert. Und ansonsten ist es wieder ein typischer Knossi-Song, der passt sehr gut zu ihm. Und ich sehe mich jetzt auch schon dazu abdancen. Ich sehe mich dazu abdancen und Spaß dazu haben. Von daher, ich find's gut. Ich hoffe, es kommt noch mehr. Wir haben natürlich alle auf diesen Büchersong irgendwie gewartet und ich dachte auch, dass statt Kaching schon ein Büchersong kommt. Ich habe keine Ahnung, was der nächste Step jetzt wäre. Eins in den Chat vielleicht. Wobei, das hat er bei Alge schon so krass oft gesagt. Keine Ahnung, aber ich freue mich auf mehr, ganz ehrlich. Das ist natürlich jetzt keine. Das ist keine Mozart-Musik, jetzt nichts Anspruchsvolles, wo man sich mit einem Glas Wein hinsetzt und das abends mit der Familie irgendwie hört. Es ist einfach ein Fun-Song von Knossi, der sehr gut gemacht ist. Von daher, Freunde, lasst mir auch mal dazu gerne in den Kommentaren da. Ansonsten würde ich sagen, ja, ich persönlich, sehen wir uns bei einem weiteren wunderbaren Video. Bleibt fresh, so wie immer, und ciao.